Achso, wir sind gerade in Miami übrigens. Also am Beach, am Ocean Drive, direkt am Strand. Ja. Wir müssen jetzt tanken, sonst kommen wir nicht nach Miami, da wo der Flieger ist. Achso, was ich noch zeigen wollte, schaut mal hier. Wir haben hier Regular, das ist 87, Midrange 89 und Super Premium für 93. Da können wir als Deutsche wirklich nur lachen. Super Premium ist bei uns 100 bzw. 102. Also 93 ist für mich eher so Mittel, kann man auch tanken. Räudiger Sprit hier. Das ist wirklich räudiger Sprit. Guck mal, alle haben auch Ethanol, es haben alle Ethanol drin. Achso, ja, wir sind gerade bei 7-Eleven. Alan, fährst du mich zu 7-Eleven? Alan, fährst du mich zu 7-Eleven? Nein. Hier gibt's auch Ho-Hos. Ho-Hos. Hier gibt's Ho-Hos, gibt's Jodels. Kann ich dir was mitbringen? Ding-Dong. Wer ist da? Noch ist warm, noch haben wir kurze Hosen an. Die brauchen wir auch noch für Miami, denn da fahren wir hin. Spanische Musik, teure Autos, leicht bekleidete Frauen. Das ist der Ocean Drive. War auch schon mal schöner. Bisschen ramponiert durch den Hurricane. Aber trotzdem, besuchen wir jetzt einfach mal den Strand, gucken, was da so geht, oder? Los geht's! Ah, ist das hier der Harry Potter Park? Lumos Maxima. No, get those lights off! Off! Neuer Zauberspruch. Lumos Park, dann wird der Park hell. Keine Waffen am Strand. Verstanden, Daniel? Also pack dein Bizeps wieder ein. Aber ich habe meinen Penis ausgepackt. Okay, der geht noch. Der geht. Miami Beach. Hast du es auch gesehen, die Schirme, die so die Attacken gegen Menschen gestartet haben? Das war toll. Run. Guck mal, also ohne Scheiß, es gibt keinen Strand wie den von Miami. Ja, vor allem, du erkennst ihn halt auch immer wieder. Allein schon wegen dieser Autobahn hier oben. Die Strandautobahn. Oh, es ist so geil gerade. Oh. 3 Stunden scheiß Klimaanlage im Auto. Ich wäre fast erfroren. Und jetzt ist einfach genau das richtige Wetter. Daniel schwitzt. Ich verstehe das nicht. Ist einfach nur angenehm gerade. Oh. Ich möchte jetzt hier einfach nur 6 Stunden am Strand liegen und grillen. Oh, Beach Buggy. Wasser. Ja, jetzt sind wir auch schon in Miami. Gleich geht der Flug. Wir fangen gleich nochmal zu fossen. Auf jeden Fall. Weil wir Felgen sehen wollen. Ich muss meine Füße nass werden. Nee, das passt schon. Ich bin, pass auf. Ich bin du bist ja eher nass, ja. Ne? Wir sind braun geworden.
bisschen. Noch wertiger als vorher, denn kein Friseur zwischendurch. Ja, so ist das. So gehen 3 Wochen einfach mal um. Achso, wir sind gerade in Miami übrigens. Also am Beach, am Ocean Drive, direkt am Strand. Ja, am Strand. Wir haben uns gedacht, da wir von hier aus wegfliegen, halten wir hier nochmal kurz. Das ist, glaube ich, ganz cool. Es gibt auf jeden Fall gleich noch ein paar Billard. Wir spielen Billard. Wir spielen gleich nochmal eine Runde. Wusste ich auch und davon nicht. Gibt es Bilder. Nein. Also es gibt gleich noch ein paar Bilder vom Flug und von Fossen und von Miami. 3 Wochen ging wie so ein Flug um. Ja. Vor allem, wenn man es Revue passieren lässt, ist echt viel passiert. Leider haben wir nicht alles geschafft, weil der Hurricane so einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, so eine halbe Woche bis Woche ging für Hurricane drauf. Da fehlte echt ordentlich was. Aber so ist das. Ja, ein Erlebnis, was man sonst so nicht mitmachen würde. Ne? Aber lass uns jetzt erstmal weiterrennen. Ich will unbedingt Pfosten sehen. Hoffentlich stehen überhaupt Autos draußen. Hoffentlich arbeiten die. Ja. Nicht, dass es im Endeffekt nachher hieß, von wegen Hurricane geschlossen. Ach, so Felgen? Die schwimmen doch nie weg. Nee, wir klauen uns jetzt einen Golfkart und dann fahren wir weiter. Okay. Sind wir hier? Five Guys. Weil? Weil das der beste Laden der ganzen USA ist und da essen wir jetzt schnell was.